Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 324, lieber Defner. Und heute fange ich gleich mit einem Cliffhanger an. Oh. Hier. Es geht nämlich um nichts weniger als die Revolution der Geldanlage heute hier. Wahnsinn. Ja. Oder? Wahnsinn. Das ist. Das wollt ihr nicht verpassen. Nein. Und bis zum Ende. Ist aber noch nicht mal. Ist Bulle, ne? Ist der Bulle. Weil Bulle hat was mit Revolution der Geld. Wir haben ja schon die Revolution gestartet. Aber jetzt wird sie sozusagen finalisiert mit meinem Bullen. Die Revolution frisst ihre Kinder, sozusagen. Ja, ganz genau. Also wir haben jede Revolution verändert sich ja ständig. Ja. Die französische Revolution, ja, man erinnert sich. Also ihr solltet unbedingt dranbleiben, wenn ihr diese Revolution nicht verpassen wollt. Das wollt ihr nicht verpassen. Das wollt ihr nicht verpassen. Also grundsätzlich keine Folge und keine Minute dieses wertvollen Podcastes. Ja. Wir gehen auch gleich relativ, wir haben schnell heute nicht so viel Zeit, ja, weil so ein bisschen spät dran hier mit der Aufnahme. Das stimmt, aber wir wollen ja auch zeitdisziplinierter werden. Ich könnte vielleicht noch kurz mitteilen, weil wir immer unsere Dispositionen hier auch erzählen. Ich habe am vergangenen Mittwoch habe ich einen kleinen Teil meiner Nvidia-Position mal als Schäfchen ins Trockene geführt. Der 10% Jahren mit Nvidia hält. Nein. Ja, das ist doch eine gute Idee. Und habe noch ein paar Netzwerkaktien, die mir auch zu heiß und zu crowded waren, mal verkauft. Was sind Netzwerkaktien bei dir? CrowdStrike, Arista Networks, also alles, was so mit Cloud Software, Cloud. CrowdStrike ist ja eher Cloud und Sicherheitssoftware. Cloud und alles so Software-Netzwerk so zu tun hat. Okay. Und Arista ist so ein bisschen, die haben so ein bisschen was mit Plumbing zu tun, das hat auch was mit Cloud-Wachstum zu tun. Und dann habe ich noch, was hatte ich noch? Aber immer nur Teile. Immer nur der kleine Position. Teile. Und dann ging es halt Donnerstag wieder hoch und ich dachte mir so, oh, was für ein Idiot bin ich. Aber jeder weiß ja, dass man nie am Hoch rauskommt. Und es geht einfach nur um einfach mal ein bisschen was vom Tisch zu nehmen. Das war alles. Und jetzt fühle ich mich einfach noch eine Runde. Ja, aber ich sage immer, das ist eine gute Strategie irgendwie, auch um das dabei bleiben zu erleichtern. Ja, weil dann ist man eben, auch wenn es dann wieder mal runtergeht, dann sagt man, ich habe ja schon möglicherweise meinen Einsatz raus, meinen Teil der Gewinne mitgenommen. Und dann kann man das andere auch lockerer weiterlaufen lassen und Schwankungen, die hoffentlich vielleicht auch weiter nach oben gehen, dann auch mitnehmen, weil man da einfach beruhigter ist. Und dann macht man nicht eine Panikreaktion und zieht irgendwann mal einen Kursschluss. Mäßig das Fallseil. Fallseil? Oder Fallseil, oder was zieht man da? Die Notbremse. Was auch immer. Aber was ich nicht gemacht habe, ich habe keine Basisinvestments verkauft. Ja, das würde ich nie machen. Also, es geht wirklich nur darum, ein paar der Positionen, die ich mal eingegangen bin, weil ich ein bisschen zockiger unterwegs sein wollte und einige Ideen etwas stärken wollte, da habe ich jetzt ein paar Chips vom Tisch genommen. So. Sehr gut. Hast du auch was gemacht? Ein bisschen was gekauft. Ich habe in der Tat, aber dazu noch mehr bei meinem Bullen. Ah, ja, sehr gut. Noch hast was gekauft? Was Neues gekauft. Zweiter Cliffhanger. Zweiter Cliffhanger, gut. Sonst? Und ich finde es sehr hörenswert, wirklich sollte man nochmal an dieser Stelle sagen, zum Thema Verkaufen, Kaufen, wie einsteigen, auf einmal in Tranchen, umgehen mit FOMO und diesen ganzen wilden Märkten, einmal hoch und einmal runter, ist wirklich extrem hörenswert. Joachim Goldberg, den ihr dankenswerterweise bei Alles auf Aktien am Samstag einvernommen habt. Und ich bin auch wirklich schon seit ganz vielen Jahrzehnten Goldberg-Fan, weil ich sowieso grundsätzlich bin hier ein Anhänger der Börsenpsychologie und auch quasi der Sentiment-Analyse, also immer Behavioral Finance. Behavioral Finance, ja. Aber früher war das eben Börsenpsychologie und André Costolani war ja einer derjenigen, die das gepredigt haben mit einfachen Worten und viele andere und Warren Buffett genauso, der ja immer gesagt hat, okay, sei gierig, wenn andere ängstlich sind und sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Und das herauszufinden, dazu kann ja die Behavioral Finance beitragen und umgehen eben mit diesen Gefühlen und damit sich immer gegen
letztendlich auch gegen den Trend zu stellen oder wie lange geht man mit bei einem Trend und wann stellt man sich dagegen und all diese Fragen, die einen ja umtreiben, die einen manchmal zerreißen als Anleger, da muss man auch mal auf die Couch zum Börsenpsychologen. Das stimmt. Und das hat Joachim Goldberg mit seiner wunderbar tiefen Stimme, die dann beruhigend wirkt, ja, sehr, sehr gut getan. Also ich finde das wirklich sehr, sehr hörenswert für Anfänger, Fortgeschrittene, für Börsianer aller, wirklich aller Altersklassen. Also das ist wirklich so eine Standard-Episode, ja, genau, die man immer wieder auch nachhören kann, weil die in allen Börsenlagen hilft. Ich will jetzt nicht sagen in allen Lebenslagen, aber zumindest in allen Börsenlagen. Doch in einer Lebenslage schon. Ich finde Regret. Ja. Das ist so eine Sache, die einem immer wieder, die auch bei Freunden einem immer wieder auffällt. Regret ist so eins, oh, hätte ich mal das gemacht, hätte ich mal jenes gemacht, hätte ich mal das nicht gemacht. Also, da gibt es ja diese berühmte im Businessleben, diese Business Judgment Rule. Und ich finde, die muss man im Leben, die haben wir auch schon mal, hatte ich auch mal als Bulle hier bei Defner & Chapitz. Da ging es ja wirklich darum, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann muss ich natürlich zum Zeitpunkt der Entscheidung mir versuchen, alle möglichen Informationen zu beschaffen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und wenn ich sie dann aber getroffen habe und habe wirklich nicht schlampig oder irgendwo gesagt, oh, mache ich so, sondern sich wirklich das wohl überlegt hat und das dann gemacht hat, dann hat man das gemacht. Und das mag im Nachhinein sich als falsch herausstellen, aber die Business Judgment Rule sagt ja auch, das ist so ein bisschen für CEOs, die eine Entscheidung treffen sollen, damit die nicht irgendwie verklagbar werden. Die sagen, okay, zu dem Zeitpunkt war nicht eine andere Entscheidung nicht möglich oder zumindest hast du sie wohl getroffen und damit ist auch gut. Und das sollte man im privaten Kontext auch machen und nicht irgendwie sagen, oh, habe ich das gemacht? Mhm. Nicht sagt Werner Baumann auch immer, als er Monsanto gekauft hat. Nein, aber das ist, aber dann musst du dich halt fragen, muss ich jetzt im Umgang mit meinen ganzen Klagen, die ich habe, vielleicht mal eine andere Strategie machen. Vielleicht muss man das dann überlegen oder muss sagen, die Entscheidung damals war richtig, war richtig, hat sich im Nachhinein als nicht so richtig ausgestellt. Was mache ich jetzt, um da jetzt voranzugehen? So, es ist ja, es geht ja nicht darum, dass man einfach stur so weitermacht, sondern es geht einfach nur darum, dass man nicht irgendwie sich immer heulend da sitzt und dann am Ende gar keine Entscheidung mehr trifft. Genau, Angst, was das ist ganz wichtig, ja. Und und man kann ja oft Dinge einfach auch nicht mehr ändern. Da kann man sich tausendmal drüber ärgern und so weiter. Das kostet einfach nur dann zu viel Energie. So ein bisschen wie Stoiker. Das hast du ein stoischer Ansatz. Du hast sie gemacht und du kannst sie auch nicht mehr ändern. Jetzt hast du die Frau geheiratet oder den Mann oder hast du gemacht? Fertig. Jetzt kann man heulen drüber oder sonst wie, kann überlegen, wie mache ich weiter, wenn man zu unzufrieden ist, mache ich eine Eheberatung oder mache ich weiß der Teufel was, auch immer. Das ist im Leben so viel einfacher, wenn man dieses Regret nicht hat, sondern nach vorn schaut, überlegt, jetzt ist die Situation so, muss ich eine andere Entscheidung treffen. So. Sehr gut. Das war nicht die klügste Lebensweise, weil du sagtest, da gab es auch Lebensweisheiten. Nicht nur, aber ich habe gesagt, nicht für alle Lebenslagen. Und die andere Lebensweisheit war, dass man nur das Geld am Markt wirklich einsetzt, was man nicht unmittelbar braucht und nicht zu große Summen und dann nach Haus und Hof verspekuliert, weil wenn man das hat, unter Druck steht, ist man immer schlechter. So. Auch das war eine Lebensweisheit, die... Das ist schon mehr eine Anlegerweisheit in erster Linie, ja. Die natürlich wir wissen ja auch, Anlegerentscheidungen wirken sich natürlich auch sehr stark aufs Leben aus. Das ist ja dann automatisch auch eine Lebensweisheit, ja, wenn man gute oder schlechte Anlageentscheidungen trifft. Aber wie gesagt, also deswegen sehr, sehr hörenswert und weiter empfehlenswert, ja. Auch gerade zum Thema, weil ja Weltfrauentag war, auch gerade, und ihr habt ja auch den Unterschied zwischen Frauen und Männern thematisiert und weil wir ja immer wieder auch bedauern, dass so wenige Frauen uns hören. Und also auch ihr, liebe Mädels, seid weiter herzlich eingeladen, bei uns zuzuhören, aber auch euch diese Folge mal anzuhören. Und es geht immer wieder letztendlich geht es ums Tun und ums Machen und ums Handeln. Aber Goldberg hat ja auch seine Erfahrung. Hat gesagt, dass wenn er Frauen getroffen hat, sind in der Regel die besseren Anleger waren oder Anlegerinnen, muss man ja dann sagen. So. Genau. Und fand ich auch interessant, weil sie halt nicht so overconfident sind und nicht gleich Haus und Hof spekulieren und weniger dem FOMO anhängen. Klartext Wirtschaft, der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen. Mein Name ist Andrea Gerhardt. Mein Name ist Frank Fercher. Wir reden hier über alles, was die Wirtschaft bewegt. Wir sprechen über alle wichtigen Fragen, zum Beispiel, welche technischen Innovationen beeinflussen denn eigentlich das moderne Unternehmertum? Oder mit welchen Strategien kann der aktuelle Fachkräftemangel effektiv bewältigt werden? Hört rein. Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und deswegen ist so wichtig, dass die Frauen mitmachen, ja? Nicht nur an der Seitenlinie stehen, weil sie doch so gut sind, ja?
Genau, und Sie müssen auch nicht vorher 20 Bücher lesen und noch einen Coaching-Kurs machen, wo man Ihnen dann auch nur sagt, ihr seid Frauen, ihr seid toll, dass ihr Frauen seid und dafür dann 5.000 Euro verlangt. Das geht günstiger. Vielleicht, wenn man als Frau anfangen will, einfach mal vielleicht mit einer kleinen Summe anfangen, gucken, wie fühlt sich das an. Und wenn man feststellt, tut gar nicht weh, dann einfach die Summe erhöhen. Und das ist ja beim Sparplan das Schöne, dass man das immer kann. Also es ist so einfach. Der Sparplan ist wirklich die absolute Zauberformel. Ja, ja, die Zauberformel für nachhaltigen Börsenerfolg. Ja. Weil es wirklich auch diese ganzen psychologischen Probleme dann überwinden hilft, ja. Also dieses, man muss nie jedes Monat sich nochmal überlegen, investiere ich jetzt nochmal 50 Euro, ist der Markt gerade tief oder geht's noch höher oder sind wir jetzt schon wieder am Hochpunkt angelangt, wo alles so gut gelaufen ist. Also ich meine, ich will jetzt hier keine Titel nennen, aber nicht identifizierbar, aber immerhin zwei Führungspersönlichkeiten von Welt. Aber über den Defner gibt's da gar nicht mehr so viel. auf der größeren, weiteren Führung. ich auch schon. Also in einem Fall habe ich bisher noch nicht zu Aktien geraten, aber er hat mir erzählt, dass er noch überhaupt keine Aktien in seinem Leben hat und fragte, Führungspersönlich, keine Ahnung, wo man das Sternchen machte. Ja. Nein, in einem anderen Fall bin ich schon länger hartnäckig dran und? An der Beratung, aber auch da hat es bisher noch nicht gefruchtet, weil angeblich keine Zeit da ist, ja, zum Investieren. Zeit? Nein, bei Führungspersönlich kein Arbeiten ja so viel. Ja, und wie gesagt, es gibt ja auch immer gute Ausreden. Du sitzt am Samstag da, holst du deinen Broker, machst das per Ident, und dann kannst du sogar, das Schöne ist ja... Depot ist sogar schon vorhanden, ja, das ist, aber... Da muss ich nur noch... Auch da... Sparplan... Nein, da geht es ja auch mehr um Einmalsummen, die da haben wir ja auch bei Goldberg gelernt. Ja. Hast du einmal eine große Summe, dann wird die aufgeteilt... Einfach in verschiedene Tranchen und dann wird das fest angelegt und auch da ohne Regret. Und nicht, dass ich jeden Monat nochmal überlegen muss, mache ich das, sondern ich sage einfach, habe ich 100.000, nehme ich das einfach, weiß ich nicht, in 5 Tranchen, packe es rein, alle 2 Monate, Schluss. Und mehr nicht. Ja, das ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Und dann hat man auch nicht so dieses Problem, dass man gleich diese ganze Summe auf einmal anlegt und dann am nächsten Tag zittert. Oh Gott, jetzt geht der DAX um 0,7% runter. Jetzt habe ich schon wieder 700 Euro verloren. Panik. Aber DAX sollte man sowieso nicht machen. Nein, man soll natürlich nicht den DAX machen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Aber wir kommen auch noch möglicherweise dazu, wie man ein Portfolio aufbauen könnte. Ja. Wir wollen noch nicht zu viel verraten. Nein. Aber wenn mein Bulle gleich losläuft, dann gibt es nochmal genaue Portfolio-Ideen, wie man es denn machen kann, so ein Portfolio mit ETFs aufzubauen. Also wir haben heute viele, ich würde sagen, gute Ideen dabei. Ja. Und ja, dann diskutieren wir noch ein bisschen, wir setzen nochmal das fort, was wir mit dem Glotzkast angefangen haben zu diskutieren. Bitcoin oder Gold? Was sind die Ursachen? Warum sind beide auf Allzeithoch? Ja, und was passiert da gerade? Ja, gibt es einen Zusammenhang oder nicht? Zufall? Zufall? Das kann kein Zufall sein. Ich wollte meinen roten Pullover an, um den Bullen hier ein bisschen zu provozieren. Ja. Kommt auch schon ein Dampf aus der Nase. Das ist gut. Ich habe auch einen roten Becher dabei. Gut, wollen wir gleich zu Bullen schreiten? Ich würde hier zu meinem Bullen gleich schreiten oder hast du noch was anderes mitzuteilen? Vielleicht noch ganz kurz zum Markt. Wir haben jetzt gerade die Verbraucherpreisdaten aus den USA bekommen, die tatsächlich höher ausgefallen sind. Die Inflation bei 3,2%, erwartet worden war 3,1%. Auch die Kerninflation ist höher als erwartet mit 3,8%. Prognose war 3,7%. Und wir können jetzt vielleicht mal ganz kurz gucken, live, wie der Markt in den USA eröffnet. Und da sehen wir trotzdem den Dow Jones mit einem Plus von 0,3% reingehen. Wir haben jetzt gerade 14.30 Uhr Handelseröffnung in New York. Die Amerikaner haben jetzt gerade schon auf Winterzeit umgestellt. Stimmt. Ein Monat, ein bisschen früher als, nicht ein Monat, aber ein bisschen früher als wir in Deutschland. So, und ehrlich gesagt erstaunlich, finde ich jetzt positiv erstaunlich, dass der Markt trotzdem jetzt nach oben geht, weil das natürlich ja doch eigentlich wieder eher die Zinssenkungsfantasie dadurch gedämpft werden sollte. Auch der DAX aktuell mit einem Plus von 0,5. Das ist jetzt bloß eine Momentaufnahme, natürlich für einen Podcast, der dann erst später ausgestrahlt wird, kann auch wieder alles ganz anders sein. Aber die Handelseröffnung zumindest ist doch. Aber was sieht man daran? Das würde ich jetzt vielleicht, ich bin eher so, der sich fragt, was ist da langfristig? Man sieht, seit Juni vergangenen Jahres ist die Inflation in Amerika nicht wirklich weiter runtergegangen.
Es ist einfach sticky. Und jeder, der sagt, wir haben Abwärtstrend bei der Inflation. Nein, haben wir nicht, weil seit Juni waren wir nämlich schon mal, wir waren einmal bei 2,9. Und seitdem hampeln wir hoch, runter, hoch, runter, hoch, ja, runter, aber sogar hoch, runter. Auch jetzt wieder zum Vormonat nochmal 0,1% zugelegt. Also von 3,1 auf 3,2% sogar wieder zugelegt in den USA. Ja. Und es gibt ein Phänomen, ich habe heute in Deutschland geguckt, es gibt drei Phänomene, die mich, ich habe nämlich heute die detaillierten Preisdaten, Kekse, es gibt eine Keksinflation. Oh. Kekse sind zweistellig gewachsen und vor allen Dingen, jetzt können wir sagen, okay, ist Butter, ist Zucker, verstehe ich beides, nur Butter ist runtergegangen, die Preise für Milch und so weiter sind auch runtergegangen und Kekse kommen nicht runter. Also Kekse sind seit 2021, geht es wirklich permanent nach oben. Das zweite, Schokoriegel, auch eine der Sachen, finde ich auch faszinierend. Gut, da ist jetzt Kakao noch mit dabei. Kakao und wenn man ist ja die, wirklich auf wenn die Allzeit hoch. Wenn man die Osterhasen anguckt, Wahnsinn. Aber auch die normale Schokolade, der Osterhase ist normal, nur wenn man die normale Schokolade als Osterhase baut, wird es nochmal teurer. Aber das ist einfach, da geht es um Preissetzungsmacht. Da naja, geht's aber um Kakaopreis ist ja wirklich, wirklich auf Allzeit hoch, hochgeschossen. Welcher Anteil ist am Osterhasen der Kakaopreis? Ich weiß es nicht genau, aber ich würde vermuten, es wird im einstelligen Prozentsatz sein. Naja, und das andere Kosten sind auch nach oben gegangen. Welche denn? Energiekosten sind runtergegangen. Energiekosten sind so jetzt richtig runtergegangen. Und das weltweit. Also das verstehe ich auch nicht. Also das ist, und die dritte Sache, die ich auch nicht verstehe, Eis. Speiseeis permanent, immer hoch. Und ich meine, Eis hat was mit Sahne zu tun. Und Sahne ist wirklich jeder, der im Supermarkt einkauft, weiß, dass Butter und Sahne und Milch wieder im Preis gesunken sind. Und ich verstehe nicht, warum das alles macht. Also Kekse, Schokoriegel, Eis. Wenn mir jemand erklären kann, warum das so ist, gerne wirtschaftspodcast@welt.de. Nein, ich würde es gerne wissen. Ich möchte es verstehen. Vielleicht ist es Gierflation, vielleicht habe ich irgendeinen anderen Preisposten vergessen, vielleicht, was auch immer es ist. Aber ich finde, vielleicht ist es auch ein Gut, wo die Leute nicht auf den Preis achten und einfach Kekse kurven sie einfach, weil Keks ist Keks. Ich weiß es nicht. Irgendwas muss es ja sein. Während bei anderen sind die da vielleicht preissensibler und kaufen dann statt Butter Margarine und dann kann der Butterpreis nicht weiter steigen oder kaufen keine Milch mehr oder weiß ich nicht, was die Leute dann nicht mehr gekauft haben. Aber es ist schon ein Phänomen. Oder Gurke war auch so ein Phänomen. Ja. Da haben die Leute keine Gurke gekauft. Also deswegen wird die Gurke auch nie dauerhaft hochgehen. Die Gurke ist immer wirklich ein sehr schwankungsvolles Ding. Ja gut, aber natürlich im Winter ist sie auch wieder höher gegangen. Ist aber ja jetzt auch wieder logisch. Gefallen. Im Februar. Wie lange haben wir hier den Gurkenindikator quasi vorgestellt hier? Gut, ja, gut, dann darfst du jetzt mit deinem Bullen kommen. Bullen. Ich komme hier gerade mal an. Boah, aber ich komme gerade die US-Inflationszahl nochmal an. Boah, das ist aber wirklich sehr viel hochgegangen. Die Monatsrate um 0,4 und die Kernrate auch um 0,4 Monat über monatlich. Monat. Boah. Das nenne ich mal Sticky Inflation. Mhm. Da würde ich aber als Paul mich nochmal fragen, möchte ich auch wirklich? Das ist jetzt eben wirklich die Frage. Ne? Also, und was mache ich da als EZB, wenn ich mich schon festgelegt habe? Im Juni mache ich die? Naja, festgelegt haben sich überhaupt nicht. Die EZB also, hat sich quasi fast festgelegt. Ich gucke mal kurz, was die Senkungserwartungen sind. Sind nicht mehr, ist kein voller Schritt mehr drin im Juni bei der Fed jetzt. Die haben es ein Stück wieder rausgepreist. Ich sehe gerade 20 Basispunkte nur nach Reduktion im Juni. Das heißt also nicht 100%, ein 25er Schritt. So, haben wir das jetzt auch? Dann kommen wir zum... Das sind jetzt natürlich die ersten Ad-Hoc-Einschätzungen und das kann sich dann im Laufe des Tages ja auch nochmal ändern. Von daher ist es mit so einer Momentaufnahme ja dann für... Na gut, aber sticky, dass genau, es sticky das sticky ist... Genau, das sticky ist, das ist, die Inflation ist jetzt auf jeden Fall... Der letzte Meter bis zu 2 ist irgendwie der schwierigste, scheint so zu sein. Bis auf 3 runter schien es leicht zu sein und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Sticky. Zäh. Auf Deutsch. Stimmt. Gut, dann möge der Herr mit seinem Bullen beginnen. Da komme ich nämlich zur Revolution der Geldanlage. Oder zur, wie soll ich sagen? Schon ganz schön früh hier an unseren Cliffhanger verheizt hier dann, ne? Nein, aber das ist ja auch... Wir haben ja noch mehr Gutes. Wir haben ja auch mal das Buch von Gottfried Heller vorgestellt. Das hieß ja sogar die Revolution der Geldanlage. Da ging es um Indexfonds. Und genau hier geht es auch um Indexfonds. Und eine Sache, die haben wir auch hier häufiger schon besprochen. Die Frage ist, wenn ich jetzt mit Indexfonds mir meine Altersvorsorge mache und zum Beispiel ein MSCI World oder ein MSCI All Country World nehme als eine Vorlösung, hatte ich ja immer das Problem, dass der Amerika-Teil so groß war. Also so ein Amerika-Makel, der MSCI World hat ungefähr 70% und der ACWI hat ungefähr 62% Amerika. Und dann sage ich mir, hey, wenn ich jetzt möglicherweise denke, oh,
der Trump kommt oder oh, was gibt es da noch für andere Unwägbarkeiten, ist mir das zu hoch und dann stehe ich da und habe ein Problem, wie kann ich dieses Problem lösen? Und das konnte man bisher, es gibt in Deutschland 2000 ETFs zu kaufen, dieses Problem ließ sich nicht ganz einfach lösen, sondern musste einfach dann, wenn ich ins MSCI World habe und den Amerika-Anteil runterkriegen wollte, musste ich mir noch irgendwie ein Europa-MSCI dazu kaufen und noch ein Asien-MSCI und noch ein Japan-MSCI. So, und so kann ich das runterkriegen. Ne? Und dann hatte ich aber das Problem, dann muss ich das neu gewichten, rumhampeln. Es ist einfach wirklich ein schwieriges Ding. Und wir haben immer hier gefordert, Freunde, bringt endlich den MSCI World ex-USA raus. Das wäre dann einfach alle Industrienationen in einem ETF drin, aber eben ohne Amerika. Und dann hätte ich halt den 70% Amerika-Anteil raus und der Rest ist dann halt auf die anderen Länder aufgeteilt. Und ich kann mir dann selbst überlegen, wie hoch möchte ich meinen Amerika-Anteil haben. Und das Zweite, was ich dann auch machen kann, was auch clever ist, dass ich mir sage, wie will ich denn meinen Amerika-Anteil haben? Da gibt es nämlich den zweiten Klumpen. Der zweite Klumpen ist ja, dass gerade Tech-Werte die Indizes ausmachen. Also wenn ich den S&P 500 mir angucke, habe ich halt so noch einen zweiten Klumpen drin. Und ich habe noch einen dritten Klumpen drin, den Klumpen, dass es nur große Werte sind, die gerade die Kurse machen und kleine Werte zurückgeblieben sind. Und das alles kann ich dann überlegen. Im US-Anteil kann ich mir dann den ETF kaufen, der diese Klumpen entweder wegmacht oder ich kann mir halt so machen, wie ich es will. Und jetzt kommt's. Der Anbieter. Trommelwirbel. Tosch. Tosch, yeah. Und wir haben ja 500 Mal das gesagt und jetzt gibt's das. Xtrackers, das ist ja der Index, der ETF-Anbieter von DWS. Der bringt jetzt oder hat den schon lanciert, aber den kann man noch nicht als Privatanleger kaufen, aber der ist schon, wird schon gehandelt. Einen MSCI World ex USA ETF raus. Hurra. Hurra. Und damit habe ich jetzt diesen Baustein, die Welt ohne Amerika, und kann mir jetzt die Sache wirklich zusammenstellen. Und ich habe mir mal angeguckt, das Interessante ist, der ist natürlich in den letzten Jahren viel schlechter gelaufen. Seit 2014 hat der MSCI World ex-USA den MSCI World, den normalen MSCI World natürlich underperformt, weil Amerika das Maß der Dinge war. Aber das war nicht immer so. Wenn man guckt, seit 1970 bis 2014 war der MSCI World ex-USA besser. Und daran sieht man, es ist keine Naturgegebenheit, dass unbedingt Amerika immer besser laufen muss. Also das kann man schon als erstes schon mal, wenn man sich die beiden Indizes anguckt, sehen. Und deswegen heißt es, es muss nicht so sein, dass Amerika auch weiter das Maß der Dinge bleibt. Und wenn man jetzt einen normalen MSCI World hat, wo man diesen hohen Amerika-Anteil hat, würde automatisch in Amerika schlechter liebe der US-Anteil runtergehen. Aber während dieser Zeit des Umbaus habe ich natürlich eine andere Performance, während wenn ich jetzt den Xtrackers MSCI ex-USA nehme und mir jetzt einfach den Amerika-Anteil nicht 70 mache, sondern vielleicht 40 oder 50 mache, habe ich halt, wenn Amerika underperformt, nicht so eine große Umbaugeschichte, sondern habe ich halt schon von vornherein den Anteil reduziert. Und das ist das Wunderbare. Es gab ja von Gerd Kommer noch eine Idee, diesen L&G Gerd Kommer Multifactor Equity, der hat ja auch Amerika nach unten gewichtet auf 45%, nur hatte der das Problem, 0,5% Kosten, teuer, das summiert sich ja auch über lange Zeit. Und das Zweite, was er hatte, er hat gleich noch irgendwelche Faktoren dazu gemacht, wir haben noch den so und so Faktor und den so und so Faktor, und das ist nicht mehr die reine Lehre. Ich möchte, wenn ich ein Basisinvestment haben, will ich nicht auf irgendwelche Faktoren machen, sondern will ich einfach die reine Lehre haben, einfach Abbildung der Welt. Und das kann ich halt mit dieser Sache schön machen. Und jetzt habe ich mal geguckt, was ist in diesem MSCI World ex-USA ganz oben drin? Na klar, was würdest du denken, was ist der größte Wert? Microsoft. Nee, also, ex-USA. Entschuldigung, sorry, nicht aufgepasst. Ex-USA, Novo Nordisk? Ja, genau. Novo Nordisk mit 2,1. Zweitgrößter ist dann ASML mit 2,06. Dann kommt Nestlé mit 1,5. Und dann kommen Toyota, LVMH, Novartis, Shell, AstraZeneca, SAP und Roche. Und natürlich sieht man schon hier, während ja im normalen MSCI World die Tech-Werte die Top 10 dominieren, das sind ja 9 von oder 8 Tech-Werte drin in den Top 10, sind es hier 4 Pharmafirmen und nur 2 Tech-Werte, nämlich SAP und ASML. Und das ist natürlich ein ganz anderes, da hat man auch das Tech-Gewicht ein ganz anderes. So, und jetzt kann man sich überlegen, was mache ich für einen US-Anteil? Und da könnte man sagen, wenn man jetzt sagt, ich bin nicht so technologisch, ein Technologiefreund, dann könnte man beispielsweise einen S&P 500 Equal Weight nehmen. Das ist ein ganz einfacher ETF.
Den gibt es von ganz vielen Anbietern und da sind alle 500 Werte mit 0,2% gewichtet. Der wird alle drei Monate, wird er wieder neu zusammengesetzt. Und dann hätte man halt das Problem, dass man die Großen nicht mehr als Schwergewicht hat. Da könnte man das Problem mit lösen. Aber natürlich, in momentumgetriebenen Märkten, wie wir es jetzt gerade haben, würde man immer die gut laufenden Titel kürzen. Und damit hätte man den Momentum so ein bisschen weggenommen. Deswegen lohnt sich das nur wirklich für die Leute, die sagen, Tech wird crashen. Und weiß ich nicht, ob es das auch schon wieder weiter. Das ist schon wieder eine Wette, die man macht. Das ist eine Wette, genau. Das ist schon wieder nicht mehr die Welt abbilden. Das ist schon wieder die reine Lehre. Und das ist so ein bisschen das Problem, wenn man das macht. Aber man kann den US-Anteil halt auch anders machen. Man kann sagen, ich nehme einen normalen S&P 500. Da gibt es ja zwei Versionen. Eine Swap-basierte, die ist ein bisschen steuerbegünstigt, die läuft ein bisschen besser. Und da habe ich eine Webseite gefunden, die ist richtig gut. Die habe ich von einem Hörer zugeschickt. Tracking Difference heißt die. Da kann man im Internet gucken, Tracking Difference, gibt den jeweiligen Indexfonds ein und sieht, ob der besser oder schlechter als der zugrunde liegende Index. Wenn der Tracking Difference minus ist, dann ist es positiv, läuft er besser. Und wenn es positiv ist, läuft es schlechter. Ist auch mit grün und rot gemacht. Und dann kann man nämlich genau schauen, wenn man beispielsweise sagt, ich will den S&P 500 ETF finden. Und da findet man natürlich ganz oben einen Swap-basierten, weil also, der natürlich besser läuft, weil der keine, das Problem ist ja immer die Ausschüttung, Quellensteuer. Da sind zwar die Fonds begünstigt, die in Irland aufgelegt sind, die müssen nicht 35%, sondern nur 19%, glaube ich, zahlen. Aber eben mit so einem Swap-basierten muss man gar keine Steuer zahlen. Dafür kommt eine Swap-Gebühr. Das nimmt sich so ein bisschen weg. Aber man kann sich auf dieser Tracking-Difference-Seite mal sehr schön anschauen, welchen man da nehmen kann und kann das auswählen. Trackingdifference.com oder wie? Oder ich würde sie gleich nochmal erwähnen. Aber vielleicht nochmal eins, dann sage ich noch zum Swap-basierten. Sollte man grundsätzlich nicht ganz so große Fans, bis auf jetzt vielleicht die steueroptimierte Sache, aber an sich ist natürlich der real replizierende, physische, wie er auch heißt, der letztendlich die bessere Variante, weil dort wirklich 1:1 dann die Aktien in dem Korb drin sind, wie sie auch im Index sind und wo 1:1 quasi ein Index mit den Aktien nachgebildet wird, nicht über irgendeine andere Konstruktion, auch nicht mit Hilfe von Derivaten. Und im Extremfall einer großen Finanzkrise oder also immer eines Meltdowns weiß man nicht, was passieren würde, wenn da möglicherweise irgendwelche Derivate-Positionen in Schieflage kommen. Und da wäre ich mir nicht so ganz sicher, ob das dann alles so 1:1 funktioniert, auch in ganz extremen Zusammenbrüchen und letztendlich natürlich unter einem Crash leiden Aktien auch immer. Aber dann kommt man halt eben nur so stark unter Druck, wie die Aktien unter Druck kommen. Und deswegen würde ich immer auch wenn es dann 0,01% irgendwie schlechter ist oder was auch immer. Nee, bei S&P 500 ist ein bisschen mehr, dann ungefähr 0,2 Prozentpunkte. Aber für die reine Lehre hast du recht, da kann man auch auf diese 0,2 gerade für langfristig, und du weißt nicht, was 2030 passiert, und wenn du es bis 2050 lauferst, weißt du auch nicht, was passiert. Aber es ist noch nie einer von diesen Swap-basierten geplatzt. Ja. Das muss man dazu auch noch sagen. Und die sind abgesichert. Aber trotzdem, auch wenn man die dann im Internet sich Swap-basierte anschaut, da kann man ja, das ist ja das Schöne bei ETFs, bei den meisten Anbietern kann man sich eine Excel-Tabelle genau die Werte runterladen. Und dann denkt man so, ich habe doch jetzt hier den DAX und jetzt habe ich japanische Werte und dann gibt es ja lauter japanische Werte und unten ist dann noch so eine Position, die heißt dann und die Kursdifferenz zwischen diesen japanischen Werten und dem Nikkei. Und so wird das nämlich abgebildet. Und ich finde das ganz... Wenn man sich das anguckt und damit fremdelt, sollte man es nicht machen. Wenn man sich es anguckt und denkt sich so, ja, ist ganz freakig, aber kann ich gut mit leben, dann kann man sowas machen. So, das sollte man sich vorher überlegen. Genau, das da nochmal dazu. So, dann meine Frage, wann kommt jetzt dieses neue Zauberprodukt? Das war eigentlich für Donnerstag geplant. Also ich habe Donnerstag stand auch bei Bloomberg da, Donnerstag wird es dann für alle zugänglich gemacht. Es wird schon gehandelt. Aber es ist irgendwie noch nicht für die Öffentlichkeit gestimmt. Noch in der Probephase sozusagen. Und dann habe ich bei der DWS angefragt und kaum hatte ich bei der DWS angefragt, war mein Termin weg. Und ich dachte so, wo ist der Termin? Und die schrieben mir so, nee, wissen Sie noch nicht, wann das rausgegeben wird. Müssen Sie erstmal ein bisschen Probelauf machen. Aber da ihr jetzt sowieso nicht jetzt hier hört und sofort 5 Millionen Sachen machen müsst, einfach nur mal als Idee mal zu überlegen, das gibt's jetzt und lass es vielleicht erst nächste Woche sein oder vielleicht gibt's bei dem einen oder anderen Broker vielleicht erst eine Woche später. Aber
Aber das, wenn man jetzt gerade kurz davor steht, eine größere Summe oder was auch immer anzulegen, dann kann man das ja auf jeden Fall noch abwarten und sagen, dann genau, habe ich jetzt auf jeden Fall die Chance, irgendwie so mir die Welt anders zu bauen. Und dann ist die große Frage eben, ja, wie viel Prozent US-Anteil würde man nehmen? Der Kommer, sagst du, der versucht ja so ein bisschen die Schornsteine nachzubauen. Der hat halb Schornstein, halb Marktkapitalisierung. Ah, also ja. Marktkapitalisierung ist halt, das sind halt die 70%, die wir im MSCI Welt sehen. Und dann gibt es den Anteil am Bruttoinlandsprodukt am weltweiten, das ist ungefähr 27%. Und dann können wir uns zusammenwerfen und dann kommt man ungefähr so irgendwas in den 40ern. Und ja, das ist so seine Idee. Und ja, das finde ich jetzt auch eine gute Lösung so zwischen. Also ich würde, weniger sollte man, finde ich jetzt auch. Nein. Weil du willst ja nicht auch wieder als der Underperformer dastehen, wenn dann USA doch weiterläuft, gut weiterläuft, dann ist man natürlich dann, wie gesagt, im Vergleich zum normalen MSCI-Welt dann schnell hintliegen gelassen. Ja. Und sag mal, wenn die Welt sich jetzt wirklich sehr stark ändert und Trump, man ist ja auch flexibler dann, da, dass man da auch nochmal eine Allokation anpasst und sagt, kann ich immer nochmal mein US-Sparplan ein bisschen runterfahren, wenn Trump total aus den Fugen gerät und irgendwie, ich meine, oder der Haushalt aus den Fugen gerät. Oder Haushalt oder beides. Aber ich meine, seine Wirtschaft, ich meine, er hat ja gerade wieder CNBC-Interview gegeben, unter anderem gesagt, also Mexiko hat er jetzt auch schon mit 50% Strafzoll gedroht, wenn sie da nicht genug Grenzschutzsoldaten hinstellen und die Flüchtlinge abhalten. Und dann gibt es 40%! Ja, einer der wichtigsten Handelspartner der USA, ja, Mexiko. 60% gegen China, 10% gegen der, also will man irgendwann sich nicht hat er vorstellen, keine Handelspartner mehr. Irgendwann hat er keine Handelspartner mehr und vor allem eine Hyperinflation. Und dann sagt er, ja, ihr kriegt ja Steuersenkung und dann ist das kein Problem mit der Inflation. Aber man sieht, was für eine eruptive, keine Ahnung, Wirtschaftspolitik der vorhat. Und das ist halt wirklich eine große Unsicherheit, den Paul will er rausschmeißen und oder nicht mehr weiter. Also ich meine, das ist wirklich, er wird garantiert versuchen, eben sich auch die FED die Institutionen zu unterwerfen. Werden geschliffen. Das ist ganz klar. Das oberste Gericht hat er schon quasi zum großen Teil, wie man auch an dem Urteil gesehen hat. Rechtzeitig geschliffen. Und deswegen, wir haben es ja neulich diskutiert, Checks and Balances sind in Gefahr. Ja? Und deswegen muss man da wirklich vorsichtig sein. Und deswegen kommt so ein Produkt genau zur richtigen Zeit. Das stimmt. Aber ich glaube, ich würde vermuten, ich habe noch ein Gespräch heute nach dem Podcast mit der DWS. Und ich bin mal gespannt, was sie sagen, warum es jetzt kommt, gerade jetzt. Und warum sie es nicht schon viel früher, weil das lag ja auf der Hand. Ich meine, es gibt für jeden Kram kannst du ETF, aber für so ein einfaches Ding, wo es wirklich darum geht, jetzt habe ich wirklich die Freiheit, mir die Welt zusammenzubauen. Aber um gleich vielleicht eine Sache jede noch. Jede Zeit jemand braucht Ihren ETF. So ist es. Steigen Sie jetzt ein bei unserem ETF MSCI Welt ex-USA. Wir sortieren die USA aus der freien Welt aus. Ihre DWS. So, das war es. Ich bin mir nicht sicher, dass nein, das jetzt so schlimm wollen wir es ja nicht. So schlimm soll es nicht werden. Den wird er hier nicht. Den werden Sie wahrscheinlich nicht bringen. Aber also für Leute, die Es macht nur Sinn für Leute, die ein bisschen experimentierfreudig sind. Wer sagt, ich will eigentlich mit Geldanlage nichts zu tun haben. Und ich will einfach nur, ich höre hier nur zu, weil ich es lustig finde, wie sich zwei Typen streiten und manchmal fangen sie an zu schreien. Aber mit Geldanlage habe ich sonst keinen Bock. Für die kannst du auch den MSCI World weiternehmen. Und es gibt von Goldman Sachs auch eine interessante Studie. Die haben sich mal die ganze Welt angeguckt und die Konzentration. Es gab schon Zeiten, da war die Konzentration viel, viel, viel höher. Das war zu den Carnegies und zu den Exxon-Zeiten. Wie hieß der Ölbaron? Der Rockefeller. Da gab es in dem Transportsektor, also Eisenbahn und Energie, viel höhere Konzentrationen. Es gab mal in Amerika 1800 irgendwas, gab's höhere Konzentrationen, was Real Estate, also was Immobilien anbetrifft. Es gab mal eine Autogeschichte. GM war mal der größte. Von 1950 bis 1970 war GM der größte S&P 500 Konzern mit 10% Anteil. Aber es gab auch die Nifty 50, die auch lange Jahrzehnte super liefen und dann halt irgendwann auch zu teuer waren und dann nicht mehr liefen. So also ist von daher, aber trotzdem, du weißt nie, wie lang läuft das. Ja, das. Und das ist genau die Sache. Und es kann genau sein, dass jetzt Apple und Microsoft, die jetzt die Liste anführen, schon seit 2005 war noch mal erst GE lief noch bis 2005 war der größte GE, wenn man sich überlegt, die jetzt gerade sich aufspalten, ja. Genau. Und dann gab es noch eine kurze hat Zeit Siemens mit ExxonMobil. Siemens besser geschlagen. Siemens hat übrigens gerade 125-jähriges Börsenjubiläum gefeiert. Ja? Gratulation dazu, letzte Woche. Ja, siehst du? Börsenjubiläum, nicht, ne? Also
wusste gar nicht, dass es damals schon Börse in Deutschland gab. Wahnsinn. Ja, siehst du. Und es gab also zu allen Zeiten große und es gab noch größere Konzentrationen. Und zu wissen, wann was aufhört und wann was nicht aufhört und diese Umbruch zu erkennen, ist wahnsinnig schwer. Und deswegen, Leute, die nicht ein bisschen Spaß dran haben, die brauchen diese Revolutionsstufe genau. nicht Aber mitmachen. Grundsätzlich sagen wir immer dann lieber den MSCI ACWI, All genau. Country World. Da hat man also ein bisschen Schwellenländer aber noch mit drin. Aber auch nicht zu viele, dass man jetzt zu sehr Angst haben vor China muss und so weiter. Mhm. Aber man sieht jetzt gerade, China fängt jetzt an zu laufen. Die letzten Tage gibt es ja durchaus deutliche Erholung da. Und dann kann man da wenigstens auch ein bisschen mit dabei sein, ohne zu große geopolitische Risiken da einzugehen. Und dazu auch noch die Frage, gibt es den eben auch als MSCI ACWI ex-USA? Gibt es nicht. Den gibt es nur, den gibt es in Amerika. Ich muss sagen, den MSCI World ex-USA gibt es auch in Amerika nicht. Nur den von iShares gibt es den ACWI ex-USA. Aber ich würde vermuten, dass wenn jetzt die DWS damit ankommt und das jetzt ein Renner wird und das noch einer der wenigen ETFs vielleicht wird, die nochmal Milliarden einnehmen können, weil die meisten, die jetzt ja kommen, sind noch so, sind ja meistens nicht so ganz große Dinge, dann würde die Konkurrenz vielleicht auch mal kommen. Und ich finde, den ACWI ex-USA wäre mir noch lieber, weil dann hättest du auch den Emerging Markets Anteil noch mit drin. Ja, auf der anderen Seite hat wir jetzt sowieso nicht mehr die Einproduktlösung, das muss man ja sagen. Und dann macht es auch keinen Unterschied, ob man jetzt dann nochmal MSCI Emerging Markets nach Gusto dazu packt. Wenn du was mal zupackst, musst du immer wieder neu gewichten. Ja, aber du musst ja sowieso. Also ich meine, du brauchst auf jeden Fall zwei Produkte, um die Welt abzubilden. Du hast ja jetzt nicht mehr so diese ganz simple, wo wir immer sagen, Max simpel und wenn ihr es simpel macht, dann macht einfach den MSCI ACWI und ihr habt die ganze Welt im Portfolio. So. Und wenn du anfängst, ein bisschen selber zu bauen, eben mit diesem MSCI-Welt, dann brauchst du einen US-Anteil. Ja, da ist die Überlegung, nehme ich jetzt einen S&P 500. Ich würde ja persönlich sagen, ich nehme einen S&P 500 und nehme noch einen Russell 2000 dazu, damit ich auch die kleinen Werte mit dabei haben. Das kann man auch machen. Finde ich eine gute Idee. Also nicht gleich verteilt, aber keine Ahnung, von den 45% USA vielleicht dann eben 35% S&P 500 und 10% in den 10% Punkte, um es genau mathematisch richtig, ja, diese 100%, ja, meines Depots, dann nochmal Russell 2000. Dann habe ich nämlich auch die kleinen Nebenwerte, die könnten ja möglicherweise auch unter Trump eher profitieren, weil er ja gerade ja viele auch wieder an Produktion zurückverlagern will. Und da sind ja natürlich Leute, und das oder Unternehmen, die non-profitable Aktien im Russell 2000 drin. Und wenn die Zinsen jetzt steigen sollten, dann sind die nicht die... Leitzinsen. Es geht ja um die 10-Jährigen. Und die Marktzinsen sind ja schon wieder gestiegen. Ich dachte schon, du willst jetzt hier von Zinserhöhungen der FED sprechen. Also natürlich nicht. Nein, aber wenn die hat die waren ja gepreist, die Non-Profitable Tech Buyers, also andere Non-Profitable, als ob die Marktzinsen auch weiterfallen. Das taten sie ja jetzt erstmal nicht. Und deswegen sind die ja auch in diesem Jahr nicht die großen Gewinner. Ja. Aber kann ja trotzdem noch kommen. Also ich meine auch, ich glaube, trotzdem wird die Inflation zurückgehen weiter und trotzdem werden die Zinsen in diesem Jahr gesenkt werden. Vielleicht nicht ganz so stark eben, wie, und wir haben ja schon vieles an Zinssenkungserwartungen zurückgenommen. Aber es wird auf jeden Fall das Jahr der Zinssenkung der Notenbanken sein in Amerika wie in Europa und das wird dann eben auch an den Märkten sich da widerspiegeln. So, aber das ist eben nur nochmal eine Idee dazu und wie gesagt, dann braucht man eben den Amerika-Anteil mit vielleicht oder noch ein ganz kleinen Schuss extra in Nasdaq 100, wenn man möchte, aber doppelt sich natürlich dann mit dem S&P 500, muss man auch wissen. Und so, und dann geht man an den Rest der Welt, dann nehme ich ja dann eben den MSCI ex World ex USA. Ja. Den gewichte ich jetzt dann mit ungefähr, wie man es halt will. Wie man es will. Und dann kann man sagen, wie viel will ich noch Emerging Markets haben. Ja, früher haben wir mal gesagt, 30% kann man da nehmen. 30-35%. Vielleicht würde man das jetzt mit China nicht mehr nehmen, weil man da in dem Emerging Markets 25% China mit drin hat. Da würde man sagen, okay, angesichts der Taiwan-Bedrohung und des Risikos nimmt man da weniger und nimmt vielleicht 20%, bis zu 20% Emerging Markets und dann kann man ja ausrechnen, was noch... Und dann noch 3% Bitcoin und 2%. Nein, das ist jetzt... Nein, das ist was anderes. Jetzt, wir sprechen jetzt von wirklichen
Aktienportfolio, würde ich sagen. Und wenn man jetzt Asset Allocation insgesamt betreibt, dann muss man wieder drüber reden, will ich noch Anleihen und will ich noch was auch immer da drin haben. Sondern wir machen jetzt hier dieses Aktienportfolio und da würde ich... Wir können über Gold und alles auch nochmal reden, aber ich würde jetzt wirklich sagen, also da würde ich jetzt... So, sondern wenn man jetzt über Asset-Klassen dann redet, dann muss man nochmal größer aufmachen. So, das war, glaube ich, so jetzt aus dem Bauch raus, sollten wir das nicht machen. Tja, also so. Mein Bulle der Woche, DWS X-Trackers, MSCI World X-US. Danke, DWS. Danke, ja. DWS. Ja, wirklich. Eine Tochter der Deutschen Bank. Ja. Ja, komm, kannst du bitte nochmal die Werbung machen? Ihr wollt keinen Trump? Ja, wir werden dafür nicht bezahlt, ja. Nein. Aber wollt ihr mal. Die haben sich schon gewundert, als ich mich meldete. Die machen immer nur Werbung bei anderen, ja. Bei uns machen die keine, stimmt. Nee, ja. Bei anderen machen sie es so. Naja. Egal. So, wir wollten uns hier auch nicht anbiedern, aber wir finden es einfach unabhängig ein gutes Produkt und wir wollten es ja schon lange haben, ja? Ja, wir haben es gefordert, jetzt ist es endlich da. Ganz unabhängig kann ich auch meinen Bär der Woche vergeben, ja? Ja, bitte. Jetzt geht, bin ich gespannt. An die GDL, ja. Und das deutsche Streikrecht im Allgemeinen. Also, wir haben jetzt gerade wieder ganz frisch nochmal ein neues Gerichtsurteil bekommen, dass der Streik der Lokführergewerkschaft weitergehen kann. Die Deutsche Bahn ist heute mit ihrer Berufung am Hessischen Landesarbeitsgericht gescheitert. Und zuvor hatte ja gestern Abend, dann am Montagabend, das Arbeitsgericht Frankfurt schon einen Antrag auf einstweilige Verfügung des Unternehmens gegen den Streik abgelehnt. So, und somit geht's also weiter, dieser Lokführerstreik. Wir sind jetzt mittlerweile in der Phase der Wellenstreiks, die nur noch eine kurze Ankündigungsphase haben. Vorlauf von 22 Stunden im Güterverkehr zum Beispiel, das ist eine blanke Zumutung, sagte zum Beispiel da der Bahnpersonalvorstand. Und das Gericht aber schon in der ersten Instanz sah das anders, der Streik sei nicht unverhältnismäßig, hat das Gericht geurteilt. Das ist die große Frage. Ich habe heute Morgen bei Weltfernsehen, wir hatten einen Professor für Arbeitsrecht da, war sehr spannend, und der hat gesagt, das ist ja in Deutschland sei ja alles geregelt, sogar die Krümmung der Banane rechtlich, aber es gibt kein Streikgesetz hierzulande. Es gibt kein wirkliches Streikgesetz. Es gibt halt nur so ein allgemeines Arbeitsrecht und so ein paar Regeln für Streiks, zum Beispiel, dass sie verhältnismäßig sein müssen. Aber was dann verhältnismäßig ist, das ist halt eben nicht definiert und das ist eben dann Auslegungssache des Gerichtes und das ist das große Problem. Und er sagte auch, wir müssten dringend einfach das Streikrecht detaillierter Regeln und gesetzlich regeln, aber es ist natürlich mit klar. Der Tarifautonomie. Ja, aber lass mich mal weiter. Lass mich mal weiterreden. Okay. Ja, ich bin noch nicht so. Natürlich, klar, aber kollidiert. Aber es kollidiert eben auch mit dem Recht auf Beförderung und dem den massiven Einschnitt, niemand anderen zumutet. Vor allem jetzt auch, jetzt hier quasi parallel, heute ja schon wieder, parallel die Lufthansa und die Bahn bestreikt wird. Du hast ja überhaupt keine Chance mehr, in Deutschland irgendwie von A nach B zu kommen. Sixt ist komplett ausgebucht und der Flixbus auch. Und also früher konntest du dann irgendwie nochmal sagen, okay, da hole ich mir für 500 Euro oder was einen Flieger oder keine Ahnung, was du zu zahlen bereit warst und was das gekostet hat. Aber das ist wirklich mittlerweile hat ja schon Generalstreikniveau im Verkehrswesen. Und das, also ich finde, da hört wirklich die Verhältnismäßigkeit auf. Und ich hatte letzte Woche auch noch den Professor Fust, den IFO-Chef, bei mir im Studio zu Gast und habe ihn auch, da ging es um die Konjunkturprognose des IFO-Instituts, aber wir haben, das Schöne ist, mit Fuß kann man ja auch immer die aktuellen Themen sehr gut besprechen, die auf dem Tisch liegen, und ihn auch eben nach den Streiks gefragt, ob er die für die Wirtschaft auch für verhältnismäßig findet, und er sagte ganz klar, dass also gerade auch dieser kombinierte Streik der Wirtschaft sehr stark schadet und man müsse eben die Frage stellen, ist das verhältnismäßig, und er sagte, wir reden hier ja über Bereiche, die sozusagen zur Daseinsvorsorge gehören. Da streikt ja nicht irgendjemand, sondern Gruppen, die vielen Menschen Probleme machen können. Die nutzen hier ihre Macht aus. Und er sagte, da muss meines Erachtens der Gesetzgeber sich das näher anschauen und dafür sorgen, dass Streiks begrenzt werden. Das Streikrecht ist wichtig, aber es darf nicht missbraucht werden. Meines Erachtens wird es hier tatsächlich problematisch eingesetzt. Also, das ist eine sehr klare Meinungsäußerung. Und wie gesagt, es geht
um das Streikrecht, das natürlich ein großes Recht ist auch, und die Koalitionsfreiheit. Aber wenn man damit eine ganze Gesellschaft in Geiselhaft nimmt, eine Wirtschaft, dann ist das, finde ich, ist das dann eine Erpressung einer ganzen Gesellschaft und nicht mehr irgendwie der Kampf mit einem Unternehmen. Und ich finde auch, da muss irgendwie der Gesetzgeber ran. Und das Handelsblatt hat sehr schön aufgeschrieben am letzten Freitag, wie das Streikrecht in diesen Punkten in anderen Ländern gehandhabt wird. Und da gibt es nämlich krasse Restriktionen. Zum Beispiel in Großbritannien, da haben sie erst im Juli 2023 ein Strikes Act verabschiedet und der eine Mindestversorgung an bestimmten Streiktagen vorsieht. Zum Beispiel müssen in wichtigen Sektoren wie Gesundheitsversorgung und Transportwesen gewisse Mindestniveaus garantiert werden. Im Zugverkehr ist es zum Beispiel 40% des Mindestniveaus. Also 40% der Züge müssen weiterfahren. Und dann kann der Arbeitgeber Personal benennen, das für die Aufrechterhaltung dieses Mindestniveaus notwendig ist, und die dürfen dann nicht streiken. Ja? Okay, die haben beamtenähnliche Verhältnisse. Genau, okay. Die können dann sogar entlassen werden, wenn sie diese Weisung gegen die Weisung verstoßen. Oder wenn die Gewerkschaften sich nicht dran erhalten, dann kriegen die richtig fette Schadenersatzleistungen von bis zu 1,2 Millionen Euro pro Streiktag. Ja? Das wäre nach meinem Geschmack. Es droht allerdings Labour damit übrigens, die ja gute Chancen haben, gewählt zu werden bei der nächsten Wahl, dann dieses Streikrecht sofort wieder abzuschaffen. In Italien, ja, da gibt es unter anderem eine Expertenkommission, die entscheidet, und da haben die auch ganz große Einschränkungen. Es können zum Beispiel die streikenden Bahnmitarbeiter wollten hier mehrmals für Tage die Arbeit niederlegen, wurde ihnen nicht erlaubt. Sie dürfen dann immer nur für einige Stunden arbeiten. Und eben Streiks dürfen nicht sogar über mehrere Tage wie in Deutschland sicher strecken, sondern höchstens dann über einen Tag. Sie dürfen nicht an Feiertagen stattfinden, und der Staat kann hier krass einstreiten. Infrastrukturminister Salvini hat dann sogar zum Beispiel einmal einen Streik direkt untersagt im Transportwesen, und weil er sagt, Millionen Italiener hätten auch das Recht auf Transport zur Arbeit, und das wär auch ein wichtiges Recht. So. Und in Spanien, da gibt's auch die Regelung, dass in der Rush-Hour bei Zugstreiks, Bahnstreiks 75% der Nahverkehrszüge als Mindestservice fahren müssen. In den übrigen Zeiten die Hälfte aller Züge. Also ich finde, solche Mindeststandards müssten auf jeden Fall sein. Und wie gesagt, und da kann nicht ein Wieselski sich hinsetzen und meinen, er erpresst einfach ein Unternehmen mit, und ich meine, die sind jetzt nun wirklich nicht mehr weit auseinander, 36 oder 35 Stunden, um die es da noch geht. Und dafür, das könnte man ja vielleicht irgendwann wirklich mal am Tarifverhandlungstisch auskarteln mit einem Schlichter und nicht auf dem Rücken der Passagiere. Und auf der anderen Seite, ich meine, vielleicht will er auch mal irgendwann nur noch 10 Stunden arbeiten und er presst dann so lange. Und ich meine, der ruiniert ja auch wirklich, der ist wirklich unternehmensschädigend, wie er über die Bahn redet. So nach, die Bahn ist nicht mehr verlässlich. Ja, und der Boris Palmer, Bürgermeister, hat schon gesagt, ich schaffe mir jetzt wieder einen Dienstwagen an, weil ich mich nicht mehr verlassen kann. Das ist ja auch dieses ganz Wichtige. Ich meine, wir wollen, dass die Leute umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel. Und da muss da wirklich vom Staat, das finde ich, ist das Hauptargument, gerade bei der Bahn, bei der Lufthansa vielleicht nicht so stark, aber die Bahn ist wirklich hier ein Mittel der Grundversorgung, und da muss verlässlicher Transporter sein, ja? Weil sonst ist es wirklich, kannst du diese Verkehrswende vergessen. Und dann sagt jeder, ja gut, dass ich noch ein Auto zu Hause habe, weil sonst würde ich jetzt nicht mehr von A nach B und nicht zur Arbeit kommen. Und das kann einfach nicht sein. Und ich finde, da muss einfach der Staat auch ran als Gesetzgeber und muss hier für eine Verhältnismäßigkeit zugunsten der Gesellschaft, zugunsten der Arbeitnehmer, zugunsten der Pendler sorgen. Und sowas wie eine Mindestzugquote, gerade bei Nahverkehrszügen, ja, dass dann vielleicht der Zug nicht so geräumig ist, dass es da voll ist. So, heute Morgen bei mir in der Oper war es dann auch gequetscht, weil das sind halt dann so Sachen, die muss man dann vielleicht mal in Kauf nehmen. Das ist dann nicht angenehm. Aber dass da komplett irgendwie ein Land stillgelegt wird, das kann einfach nicht sein. Mein Bär der Woche geht an die Lokführergesellschaft GDL. Gewerkschaft. Ja, nein, GDL. Aber nein, vor allem geht es an das nicht vorhandene Streikgesetz in Deutschland, ja. Kriege ich eigentlich von meinem 49-Euro-Ticket dann was zurück? Kriegst du natürlich nicht. Kannst dir keinen Schadenersatz.
Ist nicht so? Okay. Das wäre eine Frage. Wenn du jetzt eine einzelne Fahrt nicht antreten kannst, dann kannst bei deinem 49-Euro-Ticket kannst du ja auf jeden Fall U-Bahn fahren weiter. Ist ja nicht, kannst du ja nicht nichts damit machen. Das stimmt, aber es ist auf jeden Fall in gewissen Abschnitten nicht mehr so viel wert. Die Leistung ist nicht erbracht. Gut, aber ich kann verstehen, dass vor allem, was mich an dieser Geschichte, wir haben ja in Deutschland ja gerade Mitbestimmung, dieses ganze Recht. Und das ist ja eigentlich dafür da, dass man Konsens hat, dass man Ausgleich findet, das ist ja gerade Deutschlands Stärke auch gewesen mit Mitbestimmung, dass man in Aufsichtsräten die Arbeitnehmervertreter mit hat und so weiter. Und dann sie als Gewerkschaft einfach, jeder, der an irgendeiner systemrelevanten Stelle ist, kann sich ja irgendwie eine einfache Gewerkschaft suchen und dann genau die Nummer durchziehen. Und das ist total gefährlich auch für diese Mitbestimmung, für diese Dinge, weil dann kann man gleich sagen, ja, wozu gibt's denn das, ja, wenn man in Deutschland nicht mal Frieden hat, Tariffrieden hat. Also, apropos Frieden, ich meine, das ist ja auch die große Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, weil der eine sitzt halt jetzt mal an einem Schalthebel, wo er ein ganzes Land lahmlegen kann und der andere eben nicht. Ja, wenn wir streiken, dann juckt's keinen, ja? Ja, und deswegen kriegen wir auch keine Gehaltserhöhungen und keinen Inflationsausgleich. Ja, okay, da ist ein bisschen Neid mit dabei, aber da muss man schon sagen, eigentlich hätten wir vielleicht wird schon ein Junge und aber dann gucken die, schalten die halt um und dann gucken sie einen anderen Sender, ja, oder lesen halt eine andere Zeitung. Ja. Bei der Zeitung würde man schon eher vermissen, wenn die dann morgens nicht kommt. Aber wie gesagt, klar, auch im Druckwesen gab es früher Streiks und so, aber kamen dann schmalere Ausgaben. Die Drucker haben uns früher immer die guten Tarifverträge beschert. Die Zeiten sind vorbei. Also in alten Zeitungszeiten, das waren nämlich die auch wirklich hart, der Journalist war ja nie sehr streikfreudig, aber der Drucker war immer streikfreudig und das war früher immer ein Tarifgebiet und dann haben wir von den Druckern profitiert. Ich glaube, wir Journalisten haben einfach immer grundsätzlich, deswegen kann man das mit uns irgendwie so machen, irgendwie so zu einem großen Berufsethos, ja? Dass wir irgendwie diese Informations Pflicht, Mission irgendwie das Gefühl haben, wir können nicht einfach einen Tag keine Nachrichten senden, ja, also oder keine Zeitung machen oder kein... Wie sollen die Leute dann ihren Dienstagabend haben, wenn es kein Defner Champions gibt, hä? Ist aber das geht, ja? Ja. Deswegen werden wir immer unterbezahlt. Ja. Wir machen es für euch. Keiner. Und wir anderen erpressen die Gesellschaft. Ja. Nehmen die Gesellschaft die Geisel. Nein, das war jetzt nicht Geiselhaft. Und so geht es nicht weiter. Ja? Aber stell dir mal vor, hier, dann steigt demnächst die Bundeswehr, wenn der Russe vor der Tür steht und dann sagt die Bundeswehr, ich weiß gar nicht, 35 Stunden Woche. Wie ist das? Bundeswehr sind ja Beamte. Ja? Ist die Frage, ob das nicht ein anderes Angestelltenverhältnis ist. Der Lehrer kann ja auch nicht einfach streiken. Ja, ja. Nee, Beamte können wir nicht streiken. Aber die kriegen ja dann automatisch, was der öffentliche Dienst dann rauspresst, ja? Echt gar nicht. Das ist auch eine gute Arbeitszeit. Gut. Ja, wir haben aber keinen öffentlichen Dienst, der für uns streikt. Ich glaube, wir waren in Deutschland immer ein Land, was relativ wenige Streiktage hat, aber wir waren noch nie so streik. Ich habe überhaupt nichts gegen Streikrecht. Man muss natürlich auch versuchen, seine Sache durchzusetzen, seine Interessen. Aber so das zu machen und so wenig, und da war ja, die waren ja schon bei 36 Stunden. Und ich denke mir so, und der hatte ja ein Angebot bekommen von Herrn Günther und Herrn de Maizière. Es gab ja durchaus Verhandler. Und dann sagt er so, abgekatert und hat überhaupt nicht kapiert, was sie wollten. Hat dann irgendwie auch irgendwie komisch rumgezogen. Und dann überhaupt diese Spartengewerkschaften. Ich meine, bei der Lufthansa erst streiken das Bodenpersonal, streiken wieder die UFO, die Flugbegleiter, als nächstes sind dann wieder die Piloten dran und übermorgen die Betriebsfeuerwehr auf dem Flughafen. Ja, also ich meine, bloß weil man die Lufthansa halt... Obwohl Fluglotsen ist, glaube ich, ist Beamten? Ich weiß es nicht. Ja, aber die haben auch schon gestreikt. Aber Fluglotsen, das ist das hoheitliche, ich weiß nicht, ob die verbeamt, aber... Du könntest also in vielen... Also du kannst, ja, bloß weil du irgendwie so Erpressungspotenzial hast, kannst du dann hier irgendwie unsummen mal raushandeln. Das hat ja nichts mehr mit Arbeitskampf zu tun. Das ist wirklich Erpressung. Ja? Also, das hat mit sozialem Frieden auch nichts zu tun. Und einer muss es dann am Ende auch zahlen. Genau. Wenn die Leute irgendwie nur noch 35 Stunden, aber bei vollem Lohnausgleich das machen. Gut, dann komme ich mal zu meinem Bär der Woche. Das ist jetzt kein richtiger Dollarbär. Das ist ein kleines Bärlein. Oh, ein kleines Pussierlich, ganz Pussierlich. Also kein Steif-Teddy, den man gerne mit auch mal ins Bettchen nimmt. Ich bin ja auf der Suche nach einem neuen
Arbeitgeber? Nein. Nein. Nach einem neuen Social Media Netzwerk bin ich ja schon länger und ich bin immer noch bei X und man kann da immer noch mir folgen und da ist auch noch wirklich viel mehr Wachstum als bei dem anderen sozialen Netzwerk, dem ich jetzt meinen Bär der Woche geben würde. Ein Bärlein. Also es ist nämlich LinkedIn. LinkedIn ist ja ein Netzwerk, was... Ist die erste Liebe schon erkaltet? Ja, nein, was ist los? Nein, aber die Liebe ist, wenn dein Partner irgendwie so undurchsichtig ist und er dir wenig... Aber das war doch gerade der Reiz, als du weg bist von X. Ja. Du wolltest es doch. Hallo. Hallo. Dieses Mysteriöse, dieses Unbekannte, dieses Undurchsichtige, ja. Das war doch der Reiz daran. Und jetzt, schon wieder entliebt. Nein, so schlimm ist es nicht, aber es ist so... Ich bin ja bei LinkedIn sogar jetzt zur Top Voice aufgestiegen. Irgendwann bekam ich nicht mal eine Mail, sondern ich bekam einfach so in meinem Feed The gespielt, Voice of Germany. Wollen Sie Top Voice sein? Und dachte ich, Top Voice? Will ich auch sein. Habe ich geklickt, ja. Und irgendwann hatte ich so ein Bändel Top Voice. Also ich bin jetzt bei LinkedIn Top Voice. Also jeder, der mal, aber ich habe dann festgestellt, das hat viele mit den Top Voice, das haben viele bekommen. So. Aber was mich jetzt irritiert hat, ist, wenn man da was publiziert oder wenn man da was macht, es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wer kriegt das, was passiert mit dem Feed, was kriege ich selbst und so weiter. Und dann gibt es so einen berühmten Social Selling Index, den kann jeder aufrufen. Also jeder, der bei LinkedIn ist, kann man sich wiegen, wie schwer er ist. Das ist einfach linkedin.com/sales/SSI. Und wenn man eingeloggt ist über den Browser, kriegt man dann seinen Social Selling Index angezeigt. Und der war bei mir immer so bei 50, 51. Und jetzt habe ich geguckt, ich wollte mich mal wieder wiegen lassen und guckte drauf, nur noch 40. Und da war bei einem Punkt, habe ich nur einen Punkt. Es gibt vier Kategorien, also vier Elemente, die den SSI, das ist diesen Social Selling, und gerade die Kategorie durch Einblicke, Interesse wecken, das ist das, wenn man publiziert, da habe ich nur noch einen Punkt. Und ich sage, ich mache doch jetzt viel mehr. Du kannst jede Woche What Did I Learn This Week lesen. Das ist schon so Gedanken, die ich zusammenfasse. Das schreibe ich unter der Woche auch mal ein paar irgendwelche Posts. Ich kommentiere mal hier, mach mal da. Aber irgendwie hat man mir jetzt einen Punkt gegeben und dachte ich so, was ist denn los? Habe ich jetzt mal gefragt, was da los ist. Und keiner kann mir sagen, wie das zustande kommt. Und jetzt habe ich das halt nur. Und auch wenn ich Posts mache, kriegt man mal bei einem Post, hat man dann irgendwie 70.000 Leute, die es lesen. Beim nächsten Post hat man irgendwie 10.000 Leute, die es lesen. Man denkt sich so, Irgendwie scheint das ein ganz komisches System zu sein und sehr undurchschaubar. Und das finde ich schade, weil ja eigentlich will man ja was lernen oder wenn man wenigstens Muster erkennt und denkt, okay, wenn ich das montags mache, passiert das oder wenn ich das. Es lässt sich aber auch kein Muster ausmachen. Es scheint so zu sein, dass sie jede Woche den Algorithmus anpassen. Und seitdem ich jetzt einen Punkt durch Einblicke Interesse wecken bekommen habe, werden meine Posts auch überhaupt nicht mehr, wenn ich einen mache, was ja eigentlich den einen Punkt erhöhen sollte, anscheinend auch nicht mehr bei anderen Leuten in den Algorithmus gespielt. Es ist komisch und deswegen gebe ich da jetzt ein Bärchen der Woche. Obwohl, ich mag das sehr, das ist viel netterer. Also man kann mit den Leuten richtig diskutieren und es gibt wirklich gepflegte Diskussionen, also wenn man sie mal hat. Aber ganz viele Sachen macht man was und es passiert nichts. Und ich überlege mir, wie geht's erst Leuten, die jetzt nicht 20.000 Follower haben wie der Chapitz, sondern vielleicht weniger haben und die vielleicht... Diese armen Opfer. Nein, aber, und dann sieht man aber, was immer super läuft, ist, ich bin für Deutschland unterwegs und will das Land voranbringen. 1500 Herzen. Ich denke mir so, warum wird dieser Kram vom Algorithmus gepusht? Also, wo null Information drin ist. Null. Außer, ich bin für Deutschland unterwegs. Go, go, go. Und Informationen irgendwie... Ja, musst du mal auch mal für Deutschland unterwegs sein hier. Ja, wahrscheinlich könnte ich mal eine Umfrage machen, Nutella mit Butter oder ohne Butter oder lieber doch Samba. Ich mache diese Umfrage. Ich habe nämlich jetzt einen Podcast gehört mit Britta Behrens. Das ist so die LinkedIn-Expertin. Und die hat gesagt, das wäre so die Blödsinnsumfrage, wenn man die macht. Aber da würde man wahrscheinlich viel Engagement kriegen. Das dafür kannst du dann noch deinen Nutella-Index dann anhängen. Das ist ja mittlerweile einzigartig, oder? Stimmt. Also der Nutella-Welt-Index, ja. Keiner hat so viele Daten über Nutella-Preise wie der Chapitz. Ja. Aber Nutella ist gerade überall im Angebot, das könnte ich auch noch mitteilen. Ja. Gibt es auch schon Nutella-ETF? Nee, das machen wir echt. Ein ETF an den Nutella-Preisen, gewichtet. Das machen wir auch umsonst, da kriegen wir auch nichts von Ferrero übrigens. Nicht? Ja. Nicht? Und wie viele Leute uns Nutella-Bilder aus dem Urlaub schicken?
Also es ist wir machen einfach auch alles falsch hier. Ja. Ach, und streiken tun wir nicht. Nö, freilich. Nö. Wir brauchen nichts als uns. Aber wir sind ja florierende Geldanleger. Ja. Es läuft. Es läuft. An der Börse läuft. So. Möchtest du zu deinem Ja, mein Bulle der Woche. Ja. Jetzt meine neue Anlage. Neue ich habe gestern in der Tat ein bisschen Goldminenaktien mir gekauft. Und also ich habe mir jetzt ein Hebelprodukt auf einen ETF. Ja, ohne Hebel. Ohne Hebel macht es der Defner noch nicht. Nein. Aber Mine ist doch schon Hebel auf Gold. Mine ist schon Hebel auf Gold, ja. Also, nein, ich wollte jetzt bloß erstmal sagen, dass ich jetzt da auch investiert bin und ich habe mir jetzt einen ETF gekauft auf einen Goldminen-Aktien-ETF, den es in Deutschland nicht gibt. Aber es gibt viele, dazu gleich mehr. Ich wollte nur sagen, ich bin dabei, also Interessenskonflikt, hohoho, und Skin in the Game, hahaha. So. Es war natürlich die Idee, wir wollen ja auch noch über Gold diskutieren, falls wir es noch zeitlich schaffen überhaupt. Natürlich. Ja. Und Gold hat ja wirklich letzte Woche vier Tage in Folge neue Allzeithochs gemacht. Ja, das war wirklich eine unglaubliche Serie. Gab es noch nicht so oft in der Geschichte. Und Gold ist also wieder da. Und dann habe ich gedacht, schaue ich mal wieder. Und ich habe immer wieder mal so Goldminenaktien gehabt. Und dachte ich mal, die müssen ja eigentlich auch schon laufen. Und gucke ich mal mir die Newman Mining an. Die heißt nicht mehr Newman Mining, sondern nur noch Newman Corporation. Und die sind auf 5-Jahrestief fast. Ja. Sie sind ein bisschen, gestern gerade auch ein bisschen zugelegt, aber ein bisschen, aber nahe des 5-Jahrestiefs, das sie vor kurzem markiert haben. Da waren sie bei rund 30 Dollar und das ist eben nahe des 5-Jahrestiefs, wo sie schon auch mal 19 waren. Und da passt irgendwas nicht zusammen, meiner Meinung nach. Also wenn der Goldpreis so jetzt mittlerweile doch ziemlich anzieht und der weltgrößte Goldproduzent so da niederliegt, habe ich mir das ein bisschen näher angeschaut. Also es gibt natürlich viele Ursachen. Zuletzt gerade auch bei Newman, die haben auch manches falsch gemacht. Die haben auch sehr, sehr stark akquiriert. Also so sind sie eben zum größten Goldproduzenten geworden, haben viel übernommen. Und sicherlich, dann ist es ja immer so, bei Übernahmen werden auch manchmal hohe Preise bezahlt. Und dann gab es natürlich insgesamt für Goldminengesellschaften die Probleme, dass vor allem auch die Produktionskosten durch die Inflation gestiegen sind. Also sowohl Personalkosten wie Energiekosten. Das war natürlich ein Problem auch für alle. Und deswegen ist Newmont jetzt eben auch kein Einzelbeispiel, sondern gibt es eben auch viele andere Goldminenaktien, die doch quasi deutlich zurückgeblieben sind. Bei Newman kam dann zuletzt auch nochmal eine Dividendenkürzung dazu, Abschreibungen und ein Kurssturz. Deswegen ist vor kurzem die Newman-Aktie auch nochmal abgestürzt, als die Dividende um 40% gekürzt wurde. Sie wollen jetzt auch insgesamt 6 produzierende Minen wieder verkaufen und wollen in den kommenden Jahren umbauen und den Konzern zukunftsfähiger machen. Das ist das Versprechen des Managements. Und in meinem ETF zum Beispiel ist auch Newman natürlich stark gewichtet. Also Newman ist eine Idee als der weltgrößte Produzent, der natürlich dann auch wieder von einem steigenden Goldpreis dann überdimensional profitieren sollte. Auf der zweite und Newman vielleicht nochmal ganz kurz hat aktuell jetzt einen Kurs von 34 Dollar knapp und Kursziel von Analysten ist bei 46 Dollar. Das wäre aktuell nochmal ein Aufschlag von 32%. Aber die Aktie war jetzt eben auch schon 2022 erst noch bei 85 Dollar. Also ich würde schon mal sagen, dass solche Niveaus eigentlich mit steigendem Goldpreis und ich meine, jeder Dollar mehr, den das Gold kostet, ist ja dann quasi ein Dollar mehr Gewinn pro Unze. Es sei denn, du hast deine Goldsachen das schon per Termin gemacht. Das kommt jetzt nochmal dazu. Entschuldigung. Noch. Ja, so. Das stimmt, das ist ein Punkt, ja. Dann gibt's noch Barrick Gold, ist die Nummer 2. Die werden auch eine Idee. Und
Im Prinzip aber würde ich auch sagen, dann sollte man in den Bereich, wenn man den abbilden will, also wenn man irgendwie langfristig eine Aktie, kann man sich vielleicht auch in den größten Goldproduzenten dahinlegen. Die haben auch ordentliche Dividendenrenditen trotz der Dividendensenkung noch. Und auf der anderen Seite gibt es einfach viele ETFs und man kann gut in diesen Sektor dann gestreut investieren. Und dann kann man eben hier auch nochmal sowohl Länderrisiken wie Groß- und Kleinrisiken streuen. Und dann gibt es eben hier die unterschiedlichen Dinge, auf die man achten sollte. Zum Beispiel, wie ist es mit der Absicherung des Goldpreises? Das hat Holger eben zu Recht darauf hingewiesen. Und viele sichern eben den Hedgen, den Goldpreis. Und dann hat man natürlich das Problem, dass man von einem steigenden Goldpreis nicht profitiert. Und deswegen ist es besser, wenn man jetzt mit einem weiter steigenden Goldpreis rechnet, dass man einen eben nicht so stark gehedgte oder Dinge nimmt. Da gibt es zum Beispiel den NYSE AK Gold Bucks Index und der Index setzt sich ausschließlich aus Unternehmen zusammen, die ihre Goldproduktion nicht über einen Zeitraum von mehr als 1,5 Jahren absichern. So, also offenbar gibt es auch welche, die stärker absichern, länger. So, und darauf gibt es auch wieder einen ETF von Amundi und der hat die WKN ETF 191 und die 10 größten Positionen sind hier zum Beispiel Barrick Gold mit 14%, Newman mit auch 14% oder Barrick mit 14,5% und dann Agnico Eagle Mines, Yam Gold, Osisko, Franco Nevada, Harmony Gold, Wheaton Precious Metals, Royal Gold zum Beispiel. So, das sind die, die eben weniger gehedged sind. Und dann gibt's nochmal als Idee den Solactive Global Pure Gold Miners, der setzt nur auf Unternehmen, die wirklich reinrassige Goldminen sind, die 90% ihrer Einnahmen mit dem Goldabbau erwirtschaften. Und da gibt es zum Beispiel auch ETFs drauf, zum Beispiel von UBS mit der WKN A1JVJ, YP. Und das sind jetzt wirklich ganz kleine, der größte Wert ist Regis, keine Ahnung, noch nie gehört. Oder Northern Star Resources, was auch immer. Goldfields habe ich schon mal. Junior Mines, also kleinere Buden? Naja, das sind jetzt einfach nur reinrassige 90%. Die haben halt, ich meine, ich denke, dass die großen Minen haben halt alles, die bauen ja dann eben als Nebenprodukt oder als Hauptprodukt eben auch viele andere Sachen mit ab, mit Silber und so weiter. Und die haben jetzt halt dann reinrassige Goldminen. So, das ist eine Idee, die vielleicht ein bisschen nochmal spezieller wäre, rein nur die Goldwette machen möchte, aber kleinere Unternehmen ist natürlich gleich mal riskanter und grundsätzlich gibt es dann eben auch noch, den muss ich jetzt nochmal ganz kurz raussuchen, bei iShares, von iShares den größten Goldminen-ETF und das ist der iShares Gold Producers UCITS ETF. Der ist der mit Abstand größte ETF und in Deutschland für Goldminen. Und der hat die WKN A1JKQJ. Und da sind die größten Positionen dann zum Beispiel Agnico Eagle Mines, Wheaton Precious Metals und der sieht mir jetzt ziemlich gleichgewichtet aus, fällt mir auf. Barrick Gold, Franco Nevada, Newmont Gold. Also die größeren Positionen sind hier jetzt so alle um die 10%, 9%. Also muss man sich mal anschauen. Ist auf jeden Fall der größte ETF und gibt da so einiges je nach Geschmack im Vergleich, wie man in Goldminenaktien über ETFs investieren kann. Aber ich denke mal, dass der Sektor auf jeden Fall Aufholpotenzial hat, weil wir sehen ja auch die Energiekosten, haben wir ja gerade gesprochen, gehen ja wieder zurück. Die Löhne bleiben natürlich da oben, aber hier ist natürlich das Preissteigerungsdings auch erstmal wieder durch, die Lohnsteigerungen. Und dann müsste jetzt eigentlich doch ein Goldpreis, der jetzt endlich mal wieder anzieht, sollte da einzahlen in die Gewinne der Unternehmen. Und ja, das sind ein paar Ideen zum Thema Goldminen. Dein Bulle der Woche. Mein Bulle der Woche. Muss ich ja mal sagen. Es gibt auch noch Junior Mines, das sind so kleinere Buden, wo dann die Goldkosten noch höher sind. Aber die profitieren dann so richtig, weil da geht es darum, wir machen ab 2200
gewinnen. Und naja, gut. Dreht und dann das halt sofort. Und dann gibt es natürlich noch Gold Explorer. Das war natürlich in den Zeiten des Rohstoffbooms. Wir haben dann Rohstoffraketen. Das war natürlich gerne aus Kanada. Ja. Genau. Ja, das gerne sind dann Penny immer, Stocks. Ja, gerne Penny Stocks, die gerne in Deutschland an Kleinanleger verkauft wurden. Also da gab es ja auch schon viel Lug und Trug. Also da muss man aufpassen. Mit so Einzeltiteln schon. Genau. Aber das war auch eine absolute Hype-Phase, als der Goldpreis zum ersten Mal ja durch die Decke ging und da quasi Goldminen total gehypt waren. Die Zeit ist komplett vorbei und deswegen glaube ich eben, ist auch antizyklisch eine gute Zeit, weil irgendwie interessiert sich momentan wirklich keiner für Goldminen. Das Sentiment für Goldminen ist wirklich... Das stimmt. Also ich meine, die Hippen machen alle, also die Youngster wollen alle Bitcoin und Goldbase und Bitcoin-Miner und was auch immer. Und aber Goldminen sind die. Aber du siehst ja auch beim Gold-ETF, aus den Gold-ETFs sind wirklich ganz viele Gelder ab. Also die aus dem reinen Gold, genau. Also aus den nicht aus den Minen, sondern aus dem reinen, also es gibt ja genauso wie es für Bitcoin ETFs gibt, gibt es ja auch für Gold ETFs, gibt es seit 2004. Und das sind jetzt wirklich Millionen von Geldern abgeflossen. Das ist wirklich Wahnsinn. Genau, jetzt haben wir natürlich hier noch, aber die Wette müssen wir heute noch machen. Wir machen die Wette wenigstens. Wette. Und ich sag vielleicht noch kurz, also es ging darum, Bitcoin und Gold, warum passt es zusammen? Das ist, meines Erachtens geht es da auch um amerikanische Schulden. Der Biden hat ja jetzt den neuen Haushalt vorgelegt, 7,3 Billionen Dollar. Da denkt man wieder so, aber so viel, haben die doch gar keine Einnahmen an Steuern? Nein, haben die nicht. Die machen ja jetzt auch schon 6% am Bruttoinlandsprodukt Schulden. Und das in Friedenszeiten für Amerika. Und völlig absurd, was da gerade passiert. Da geht alle 3 Monate geht um 1 Billion die Schulden hoch. Also irgendwie fällt das jetzt langsam Leuten auf. Aber und bei Trump wird es nicht besser werden. Bei Trump wird es nicht besser werden. Nee. Also ist ja kein Biden-Problem. Ja, genau. Aber es wird halt, der wird dann durch niedrigere Steuern, der hat ja angefangen mit diesem ganzen Kram, mit den niedrigeren Steuern und so weiter. Aber meines Erachtens ist das einer der grundlegenden Sachen, warum gerade Leute so ein bisschen sich vom Dollar lossagen. Und deswegen gehen viele Notenbanken in Gold rein. Und bei Privaten ist es halt Bitcoin. Und jetzt natürlich, was bei Bitcoin passiert ist, 72.000 haben wir gerade. Es hat in der kurzen Zeit nach oben gegangen, ist natürlich völlig, völlig wahnsinnig. Aber ich habe ja gesagt, dieses Jahr wird es einen neuen Rekord geben. Dass es so schnell ging, hätte ich es nicht vermutet. Was man jetzt halt sieht, in den ETFs läuft täglich so viel Geld rein, 5-mal mehr als an neuen Bitcoins geschürft wird. Es geht ja darum, Bitcoin wird irgendwann auf 21 Millionen gehen. Und wir sind jetzt schon bei, ich glaube, sind wir bei 17 oder so. Und demnächst gibt's Halving. Und wenn ich an dem Netzwerk teilhabe und da die Transaktionen mit begutachte und dafür kriege ich als Belohnung immer Bitcoins. Und da werden also täglich neue Bitcoins gemacht. Demnächst wird das nochmal halbiert, die Belohnung. Das ist das Halving. Das gibt's irgendwann im April. Aber schon jetzt, mit dem noch nicht vor dem Halving, ist die Nachfrage, die derzeit in diese ETFs reingeht, 5-mal so groß wie das, was neu dazukommt. Und das bringt natürlich die Preise komplett durcheinander. Und wenn das nicht irgendwie sich ändert, dann gehen die Flows ein. Da mag man das komisch finden, da mag man das völlig absurd finden, aber das ist einfach eine Flow-Frage. Dann geht das einfach rein. Und ich glaube, solange es jetzt nicht zu einem fetten Einbruch kommt und dieser Strom abreißt, der gerade scheinen die Leute auch umzuschichten aus Gold in Bitcoins, scheinen neue Leute dazuzukommen. Die Leute entdecken das jetzt als Beimischung. Es wird schon diskutiert, Asset Allocation mit Bitcoin. Was heißt das für dein gesamtes Portfolio? Wenn du 3% Bitcoin dazu mischst, heißt es dann, dass du irgendwie ein Risiko nimmst, als ob du deine Aktienquote 20% erhöhst oder was auch immer. Auf jeden Fall wird das ja schon diskutiert. Und wenn man das erlebt, wie da gerade Bitcoin als neue Anlageklasse gesehen wird und die Flows, die jetzt dann auch noch spekulative und eben auch normale Investoren sind, dann glaube ich schon, dass wir in diesem Jahr nochmal beim Bitcoin sollten wir 100.000 sehen. Das wäre auch meine Wette, die hat ja heute Morgen der Eckert auch bei Alles auf Aktien angekündigt und deswegen müssen wir sie ja auch machen. Die 100.000er Wette. Also ich würde sagen, Bitcoin, ich weiß nicht, ob es nachhaltig ist, ich finde es auch viel zu schnell jetzt und ich finde es auch gefährlich, wenn die Leute das Gefühl haben, es geht so schnell nach oben und dann zu viel spekulatives Geld und dann kann der Erfolg irgendwann auch mal umkippen und wenn dann die Leute alle wieder raus wollen, dann weiß ich nicht, was dann passiert. Man sieht, was passiert, wenn viele rein wollen und es nicht so viele Bitcoin gibt. Wie das umgekehrt ist, müsste man dann mal irgendwann sehen. Ja. Da fehlt die Feuertaufe noch, aber ich denke schon, wir kommen noch auf 100.000. What flows in can flow out. Yes. Ja, alte. Wir haben jetzt schon mehr drin als in den Gold-ETFs. Und die Gold-ETFs gibt es seit 2004. Und man muss überlegen, und die Dinger sind zugelassen seit
Januar. Und du denkst so, what? Und dann merkst du... Erstaunlicherweise am Anfang ist ja erstmal ein bisschen, weil es da aus dem anderen Fonds dann Abflüsse gab, erstmal nicht so gelaufen. Aber dann plötzlich kam halt ja die Masse ins Laufen und dann den Rest kann man bei der Börsen- und Massenpsychologie nachlesen, wie das ist, wenn so eine Herde von Lemmingen dann sich gen Abgrund stürzt. Nein, das kann immer, ich meine, man kann nie sagen, wie stark eine Spekulationsblase sich aufbläht. Das kann 100.000 sein, ob, keine Ahnung, 1 Million, was auch immer. Das ist alles möglich und die Gier kennt keine Grenzen. Aber je höher und steiler es nach oben geht, die Fahnenstange, desto gefährlicher ist es. Und ich zeige ja immer wieder auch gerne, habe ich gestern noch im Fernsehen gezeigt, bei den Chart, den, wenn man sich die letzten 3 Jahre anschaut und neben nach dem alten Allzeithoch aus 2021 bei knapp unter 69.000, als alle ja auch gesagt haben, oh, 100.000 bis zum Jahresende ist überhaupt kein Problem, da sind wir auf jeden Fall. Da war ja die Sicherheit auch sehr groß, als es danach dann abwärts ging und dann im Verlaufe eines nächsten Jahres dann wieder bis auf runter auf fast 15.000 oder 16.000 runterging und minus 75% innerhalb von 12 Monaten. Das muss man sich immer wieder bewusst sein, dass so ein Risiko da ist und möglicherweise, wenn jetzt das Halving dann endlich durch ist, dann merken die Leute, oh, ist doch, irgendwann ist dann auch mal der letzte wieder drin und dann ist wirklich der Punkt da, dass man ETFs natürlich auch leichter verkaufen kann als ein Bitcoin. Ja, da haben ja viele ihre Bitcoins, ihre Schlüssel verloren, ja, und können die gar nicht mehr verkaufen. Möglicherweise, da bin ich wirklich mal gespannt, was passiert, wenn zum ersten Mal im großen Stil dann ETFs auf den Markt geschmissen werden mit Bitcoins. Und jetzt ist genau wie diese Nachfrage jetzt durch ETFs spekuliert, stimuliert wird und kaum noch wirklich physische Bitcoins da sind, die jetzt hier irgendwie wie in Nvidia-Chips gehandelt werden, ja, kann es dann natürlich, wenn die auf den Markt geschmissen werden, auch wirklich einen richtig fetten Crash geben. Darauf sollte man vorbereitet sein, das ist das eine. Und zum Thema, da finde ich, das hat wirklich, ob ein Bitcoin-Jünger sich jetzt den Zusammenhang mit der amerikanischen Staatsschuld macht, ich wage es zu bezweifeln. Also ich glaube, das ist einfach eine reine Spekulationsgierwelle und die Staatsschulden in Amerika sind auch schon länger höher und die steigen nicht in dem... Steigen nicht wie der Bitcoin-Preis. 3 Monate, ja, eine nicht. Billion. Ja. Und das ist einfach Wahnsinn. Und das kriegen die Leute jetzt langsam mit, wenn du mal die Kommentare liest. Ich glaube einfach, Bitcoin ist einfach eine Gierrallye. So. Und Gold ist in der Tat... Ja, und lass mich aber jetzt zum Gold, hast du ja auch ausgeführt. Gold ist in der Tat so, dass die Zentralbanken vermehrt Gold kaufen und teilweise eben auch Dollar-Staatsanleihen zurückgeben. Und da, glaube ich, ist die Hauptursache weniger die Staatsverschuldung in den USA, sondern hauptsächlich dieses unabhängig machen wollen von den USA als Lehre aus dem Angriff Russlands gegen die Ukraine und der westlichen Sanktionen, die es dann gab, wo westliche Vermögen, auch Dollaranlagen und auch Euroanlagen eingefroren wurden. Und es ist ja auch in Europa immer noch die Diskussion, was passiert mit diesen eingefrorenen Geldern der russischen Zentralbank. Kann man die der Ukraine zur Verfügung stellen oder die Zinserlöse daraus? Genau. Ja, die Zinsen wenigstens oder komplett enteignen. Und das ist natürlich, was andere Schwellenländer, die mehr auf der Seite Russlands stehen und oder die möglicherweise andere Absichten haben wie China und so weiter, die natürlich sagen, oh, das wollen wir aber nicht erleben. So ein böses Erwachen und da müssen wir mal unsere Währungsreserven anders diversifizieren und da verkaufen wir noch lieber Dollar-Staatsanleihen und legen uns da einen kleinen Goldschatz an. Ich glaube, das ist der Hauptfaktor, der Gold für die Notenbanken momentan interessant macht und jetzt die fallenden Zinsen natürlich, nicht die fallenden Zinsen, aber die wenigstens die Spekulation auf fallende Zinsen, die es zuletzt gab und auf Zinssenkungen. Wir sehen ja heute jetzt mit den Inflationsdaten aus den USA fällt Gold wieder eben. Also es ist da ein ganz eindeutiger Zusammenhang und zum Beispiel auch die Newmont-Aktie macht heute auch ein Minus von 3,8% aktuell jetzt zur Handelseröffnung in den USA, nachdem eben die Inflationsdaten aus den USA stärker ausgefallen sind als erwartet. Und die
Zinssenkungsfantasie wieder eben etwas zurückgeht. Und das ist eben auch ein Zinsplay. Bitcoin hält. Das muss man sagen. Aber Bitcoin ist die, da kannst du die Gier einfach weiter nichts Gier? Aufhalten. Das ist da nicht nur Gier. Jeden Tag kommen neue hinzu und warten nur auf jeden kleinsten Rücksetzer, dass sie da auch noch einsteigen können. Das ist die älteste aller Börsengeschichten und das ist immer noch mehr Tulpenmanie als Realanlage, sondern... Das hast du schon 5 Millionen Mal gesagt. Habe ich schon 5 Mal gesagt. Wie kann denn Tulpen immer wieder kommen? Warum kommen die Tulpen immer wieder? Die Frage hast du mir bisher noch nicht geantwortet. Eine Tulpenblase, die platzt einmal und dann hast du die Tulpenzwiebel in der Hand. Immerhin hast du die Zwiebel noch in der Hand. Kannst du sagen, bei Bitcoin habe ich ja gar nichts getan. Aber danach hast du die Zwiebel und sagst so, ja, habe ich eine Zwiebel. Und ist ja nicht mehr so viel wert. Aber der kam immer wieder. Warum? Mal sehen. Nee, warum? Ich meine, muss ja es ist immer wieder abgestürzt. Ja, und es gab immer wieder ein neues höheres Hoch und dann ging es wieder runter. Und dann gab es wieder ein neues höheres Hoch. Also für einen Sparplan, Freunde, beste Sache. Gut, aber wir haben 100.000, würdest du gegenwetten? Würde ich auf jeden Fall gegenwetten. Und ich will es aber nicht ausschließen, aber ich werde natürlich dagegen aus Prinzip. Und würde auf jeden Fall davor waren, zu viel da reinzustecken. So, ja. Aber da sind wir uns ja einig. Das stimmt. Nein, ich würde auch nur 3% des Portfolios reinpacken. Mehr würde ich auch nicht reinpacken. Insofern ist es schon okay. Und ich kann vielleicht noch ein Zitat von dem Bitcoin-Gründer dir sagen. If you don't get it, I don't have the time to try to convince you. Sorry. Wie können wir die passende Liebe finden? Was, wenn mein Partner fremd geht? Wie viel Sex braucht eine glückliche Beziehung? Vor uns ist kein Thema sicher. Mein Name ist Anna Peinelt. Und ich heiße Christian Thiel. Wir sind Single- und Paarberater und sprechen in unserem Podcast Die Sache mit der Liebe jede Woche über Themen, die jeden von uns beschäftigen. Anna und ich teilen unsere Erfahrungen mit euch, geben Tipps und Ideen. Und wir gehen auf eure Fragen ein. Die Sache mit der Liebe könnt ihr jeden Montag hören. Wir freuen uns auf euch. Habe ich keine Zeit, sie zu überzeugen. Tut mir leid. Ja, Ich werde andere Dumme finden, die nicht darüber nachdenken. Ja. Die einfach blind der Herde nach und sagen, ja, ach, wenn die Bullen rennen, dann muss ich aber mitrennen. Ich habe leider keine Zeit, dich davon zu überzeugen. Satoshi hat das gesagt vor 14 Jahren. Sehr schön, haben wir das wenigstens auch. Dann können wir darauf hinweisen, Freitag, Klotzcast-Zeit um 17:45 Uhr, ja, bei Weltfernsehen, überall, wo es Fernseher gibt. So ist es. Und danach bei Spotify Video kann man sich so angucken oder irgendwo anders bei Video. Aber live ist immer besser. So ist es. Gut. Dann haben wir die Welt umrundet und sagen Tschüss. Und ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Defner. Und Chapitz.